Grüß Gott, lange her. Was willst du schon wieder? Krankenhaus, habe ich gesagt. Ja, und? Ja! Du, Fräulein, Krankenhaus, es interessiert mich überhaupt nichts mehr. Ich bin am Gericht auf Wiederschauen. So, was geht jetzt so ab? Die Frau ist schon wieder am Amok laufen. Jo, eine Frage, die Natascha ruft mich gerade an. Ist das von deinem Handy oder von woher? Die Alte ist schon wieder so fett, fragt wieder, wo ich bin. Ja, du hast doch hier gesagt, dass ich am Gericht bin, ne? Ja, die ist einfach blöd. Ich habe jetzt der Richterin auch gesagt, ich meine, was tun wir jetzt? Meine Frau gehört jetzt ins Krankenhaus. Ja, ich meine, die stalkt mich, die verfolgt mich wie die Irre. Dabei geht es ja nur darum, ich habe sie eh gern, aber sie muss jetzt mal aufhören. Deppert sein, ne? Und da sie das deppert sein, da das Dummsein vom Trinken kommt, muss sie das Trinken aufhören. Und wenn sie das nicht tut, ich habe jetzt ihn so lange gesagt, er soll eine E-Mail schreiben an die Polizei, dass ich die Frau so nicht mehr in die Wohnung lasse, wenn die nicht 0,0 hat. Ja, keine Ahnung, vielleicht sehen wir uns ein bisschen später. Naja, ich fahre dann schon langsamer machen, danke. Wann? Das weiß ich noch nicht genau. Dann bitte gib mir zumindest irgendwo auf dem Zettel die Erlaubnis, dass ich bei dir im Garten sein kann. Weil wenn wirklich was ist, muss ich anrufen, verstehst du, wenn du nicht da bist. Und ich will nicht, dass meine Frau tot ist und du ins Gefängnis gehst oder da etwas anbrennt. Ja, aber wenn du nicht da bist, wie willst du das verhindern? Deswegen klettert sie ja trotzdem über den Gartenzaun. Ja, schau, ich, nur mal. Ja, aber nur mal. Das ist eine ganz normale Sache. Ich brauche ja nur jemanden, der das halt dann, weil, nochmal, für dich scheint es erledigt zu sein. Wenn aber die Behörde nichts davon weiß, dass du weg bist und die Frau Raniker vielleicht da drin ist, ich, naja, mir ist wurscht, was brennen, ist mir scheißegal. Seid alle irre, ihr seid echt alle irre. Wirklich, der Typ ist so irre, dass er einfach sagt: Ja, ihm ist das scheißegal, ob es jetzt da brennt. Die Frau ruft schon wieder an von irgendeiner Nummer. Es ist mir jetzt langsam so scheißegal, das ist nur noch Willkürterror, die in ihrer Angst und Verzweiflung, die lallende Kuh läuft immer nur herum, sucht mich und begreift nicht, dass sie nur will, dass sie ins Krankenhaus geht. Ja. Ach, die scheiße blöde Sau. Grüße ja so lange, lange genommen kurz. Sie sind ja noch nicht in der Kanzlei, nehme ich an. Ja. Ich habe jetzt nur der Frau Lillowitz, ich brauche dringend eine E-Mail an die Polizei Dreiskirchen. Ich kann die Frau in keinem Fall zu Hause reinlassen, in diesem Zustand. Erst wenn die Frau 0,0 hat, bin ich noch gewillt, sie irgendwie aufzunehmen. Die hat mich gerade wieder angerufen vor 5 Minuten. Die kapiert es nimmer. Der Herr Nagel hat ihr das erklärt und das Lustige ist jetzt, der Herr Nagel fährt nach Budapest. Ich erkläre dem Herrn Nagel, man soll er wenigstens auch Bescheid geben, dass die Frau Raniker möglicherweise in seinen Garten, weil die klettert auch über den Zaun. Und ich habe dem Herrn Nagel wirklich nahegelegt, er soll sich zumindest absichern, wenn der Natascha dort was passiert.
weiß es nicht. Die ruft von irgendwo unterwegs an, hat nur gesagt, wo bist du? Ich suche dich die ganze Zeit, obwohl ich der Herr Nagel erklärt, ich bin ja am Gericht gewesen und alles, oder war halt noch. Sie versteht es nicht mehr. Also seit 10 Tagen ist meine Frau ein, die ist ja nur davon gerannt. Der Zustand ist ja dasselbe wie bei der Unterbringung. Verstehen Sie, was ich meine? Und nur weil sie davon gerannt ist, ist ja das nicht aufgehoben. Also ich meine, es ist aufgehoben, ja klar. Nur die Gefahr oder Selbst- und Fremdgefährdung. Und was halt wichtig ist, der Polizei jetzt endlich erklären, nein, die Frau Ramika ist nicht nur betrunken. Die sollen mit diesem Scheißspruch aufhören. Das weiß ich schon, das ist lustig für die Polizei. Die grinsen und lachen dann immer. Nein, die Frau Ramika ist nicht betrunken, die hat eben konkrete psychische Verhaltensstörungen, Persönlichkeitsstörungen, massiv. Und ja. Aber wichtig ist, dass ich nicht alle 3 Stunden, Herr Sulan, ich rufe nicht mehr 100 Mal am Tag an. Ich habe jetzt 10 Versuche unternommen. Nur einmal, alles, ja, ist wurscht, ob ich schreibe oder nicht schreibe. Ich bin fertig, ich bitte Sie darum. Ich mag nicht mehr, ich bin seit 10 Tagen, Sie als mein Anwalt schreiben Ihnen ein, dass das eine Nötigung ist, wenn man den Herrn Lanniger jetzt, seine Frau in dem Zustand, egal wann Sie glauben, das ist nicht so, aufbringen will. Das stalkt mich unbewusst jetzt. Unbewusst stalkt die mich alle 3 Stunden. Sie will natürlich jetzt nicht verlieren alles, weil ich sie jetzt fast raushaue, wirklich. Aber nur einmal, hier geht es um Sachliches. Sie gehört medizinisch einmal beaufsichtigt und ich habe keine Sorgen im Moment. Ja, wie gesagt, ich wünsche mir jetzt nur, dass beim Nagel die Hütte brennt, die da drin verbrennt. Dann schaue ich mal, was in Österreich für Deppen amtlich alle Erlaubnis haben. Das ist ein Witz. Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr schreiben, ich werde ignoriert. Ich werde von dieser Scheißpolizei ignoriert. Die waren vor 2 Tagen da und haben mich... Sie können denen schreiben, dass die Frau Lanniger sicher nicht orientiert war, dass sie ignoriert haben, dass Zeugen sogar ihnen das gesagt haben und dass die Frau Lanniger eine Stunde später in Wien auch verhaftet worden ist. So. Und nicht einmal weiß, wie sie dorthin kommt. Vor ein paar Tagen. Noch einmal, das habe ich ja eh geschrieben. Das ist in der E-Mail. Schauen Sie, das ist das Problem in Österreich. Am Gericht 2 Stunden sitzen. Unrelevanten Scheiß euch daher erfinden, irgendein System oder sonst was. Na, ganz konkret, hätte man mir zugehört, was ich sage, und hätte man wirklich nur das gemacht, niemand hätte sich in Haxen ausgerissen und heute wäre alles in Ordnung. Ja gut, okay. Alles wäre in Ordnung, wenn man mir Glauben geschenkt hätte, hätte man ja von Amts wegen auch vorgehen müssen. Dann wäre alles in Ordnung. Dann bin ich nicht gezwungen, hier 14, 15 Jahre lang im Nachhinein etwas aufzufordern und zu fordern, das von Amts wegen schon lange erledigt hätte, gehört, müssen, werden, müssen, was auch immer. Herr Sulan, ich bin fertig, ich mag nicht mehr, schicken Sie die E-Mail aus. Natürlich werden sie das tun. Was soll die Scheißerei? Das ist ununterbrochen so. Ich brauche nicht 5, ich bin nicht gewillt, noch 100 E-Mails zu schreiben. Es ist vorbei. Ich habe das heute gesehen. Ich warte jetzt nur noch auf das, was diese Frau Richter wirklich protokolliert. Und mit diesem Schreiben und meinem letzten Satz. Und hoffentlich hat das dieser Psychiater, hoffentlich steht das auch im Protokoll. Also, ich möchte jetzt die Republik werdig klagen. Mich als Querulanten hinzustellen, das ist ein Amtsmissbrauch hoch 10. Darum geht's jetzt. Ja, sicherlich. Sie haben ja keine Ahnung. Fragen Sie mal, wieso die Richterin sich mit der Polizeichefitur und der BH-Chefitur und dem Landesbezirkshauptmann treffen. Hinter meinem Rücken. Fragen Sie mal. Hat sie heute was gesagt davon? Da wird irgendwas zusammengereimt. Ja, hinterm Rücken der, die das wirklich entscheiden sollten und müssten. Da wird in Österreich von Amts wegen hinten herumgeredet, ohne Beteiligte zu holen, ohne sich wirklich ein Bild der wahren Situation zu machen. Und das ist Amtswillkür, verstehen Sie? Ein Urteil ist nicht möglich, wenn man so arbeitet.
Weil das Urteil, das daraus kommt, ist ein kriminelles. Und Kriminalität wird bekämpft, Entschuldigung. Und wenn es gar nicht anders geht, auch mit Waffengewalt. So wie die Terroristen, sie sind kriminell und man muss sie mit Waffen bekämpfen. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nochmal. Ich werde seit 15 Jahren von Polizisten genötigt. Sie sind schon 100 Mal Zeuge einer Amtswillkür. Und darum geht es. Sie können jetzt nicht von mir verlangen, dass ich noch einmal schreibe und 5-mal am Tag schreibe. Nein, verlangen. Nein. Und ich verlange jetzt, dass Sie das aufarbeiten, was 2009 schon lang gemacht hätte werden müssen. Weil auch das steht in diesem dreckigen Scheißbericht der Staatsanwaltschaft. Und Sie schauen hier tatenlos zu, wie über mich Verleumdungen gemacht werden. Und Sie haben heute gehört, da geht es um den Schutz der Ehre. Wissen Sie, am Anfang habe ich das Gefühl gehabt, aha, Sie haben sich ja auch schon abgesprochen da mit dem Gericht. Jetzt geht es ja nur mehr darum, den Sachwalter zu wechseln. Ne? Na, ich bin nicht auf den Kopf gefallen, da können Sie euch alle brausen gehen. Ich habe schon noch auch meine Freunde irgendwo. Ich krieg schon auch noch was gezwitschert. Aber wie gesagt, heute und jetzt ist einfach Schluss. Und ich muss nicht erklären, warum meine Frau nicht ins Krankenhaus gebracht wird. Die Polizei muss erklären, warum sie Amtsmissbrauch betreibt. Und darum geht es. Nicht der Herr Warnecker muss was, sondern die Polizei muss jetzt was. Und wenn ich das bis nächste Woche nicht konkret schriftlich habe, ja, Sie reden da von Einbrüchen, einem Einbruch. Es waren in Neunkirchen 3 Einbrüche. Und die Polizei redet irgendeinen Scheiß. Ich habe Ihnen per E-Mail geschrieben, dass es Zeugen gibt. Ich habe Ihnen die Namen genannt. Angelika Schwarzhardt mit Familie, allen drum und dran. Ja, die haben ja selber einen Einbruch mir gemeldet, wo ich schon woanders war. Also bitte, nicht hier herumscheißen, sondern die Polizisten Scheiße in die Mangel nehmen und sie einmal echt auffordern, Stellung zu nehmen, warum sie nur gelogen haben. Das ist einmal das Relevante, alles andere ist uninteressant. Und jetzt bitte, schicken Sie einfach die 5 Zeilen, weil ich werde ignoriert und das sage ich Ihnen noch einmal. Und mehr kann ich nicht tun. Danke, auf Wiederhören. So, das war jetzt mein Anwalt. Ich habe diesem Anwalt Trottel jetzt echt erklärt. Ich schreibe gar nichts mehr. Er wird schreiben. Und wann die Polizisten Scheiße von Österreich glaubt, sie kann hier weiter Lügen und Terror machen, zerreiße ich diese Brunzer in 1000 Fetzen. Man muss sich wirklich vorstellen, da war man am Gericht. Man möchte eigentlich in einer Verhandlung, die da irgendwo hinführt. Gell? Ich habe heute sehr klar gesehen, meine Damen und Herren, wenn es darum geht, in Österreich aufzuschreiben in einem Akt, dass Polizei, Amtswillkür ausschlaggebend war und das eigentlich der Auslöser war für alles, was dann an Problemen entstanden ist. Man weigert sich hier. Man weigert sich hier mit Händen und Füßen das Wort Amtsmissbrauch in einen Gerichtsakt hineinzuschreiben. Und da, Leute, da werde ich euch jetzt echt so auf dem Kopf herumscheißen. Ich glaube nicht mehr, dass wir in Österreich noch lang diskutieren müssen. Wenn so etwas stattfindet, dann ist es amtliche Willkür. Und wenn die Justiz nicht imstande ist, einem Innenministerium bei Bedarf auch einen Prozess zu machen, wenn es um schwere Willkür geht, dann hat die Justiz in Österreich komplett versagt. Und es ist nicht nur ein Versagen, das ist hochkriminell. Verstehen Sie jetzt, wovon der Fall Lanecker berichtet? Von einem Menschen, den man 20 Jahre lang versucht, in die Knie zu zwingen. Fertig machen. Mit dem Spruch, Sie haben keine Chance. Ihr Dreckbrunzer. Ich sag's euch allen involvierten Lügnern und Scheißbeamten ins Gesicht, hier öffentlich im Internet. So ein dreckiger Abschaum, wie Sie da herumlaufen in Österreich zeitweise und einige. Das ist wirklich, unterm Hitler hätten die solche Orden. Gell? Solche Orden. Das SS-Zeichen auf der Stirn eingebrannt. Ja? Das ist die wahre Psychologie einiger Polizeibeamter. Denn wenn jemand echt schon verzweifelt einen Notruf tätigt und sagt, bitte bringen Sie meine Frau ins Krankenhaus.
Die konkrete Selbst- und Fremdgefährdung ist mit Zeugen und anderen 100 Leuten belegt. Es taucht tatsächlich eine Polizei auf, die dann schlichtweg leugnet, dass es Fremdgefährdung oder Selbstgefährdung gibt. Was ja dann der einfache Grund ist, sie muss ins Krankenhaus, ob sie jetzt will oder nicht. Nein, man provoziert das Ganze. Weil man will ja mir meine Zeit stehlen, meine Zeit rauben. Man will ja, dass es dann nach außen heißt, sie haben Streit mit ihrer Frau. Na, noch einmal. Ich habe hier keinen Streit mit meiner Frau, werte österreichische Justiz und werte Scheißpolizei von Österreich, von Wien, Neunkirchen, Mödling, Wiener Neudorf, Dreiskirchen. Wen haben wir denn noch jetzt alle noch dran? Wörgl? Wie kann man als Beamter, ja, wenn man eh bezahlt kriegt, gell? Man kriegt ja eh bezahlt, ob man jetzt lügt oder die Wahrheit sagt, das Geld bleibt ja wahrscheinlich das Gleiche. Im Fall Lanecker muss ich davon ausgehen, dass irgendwelche Beamten extra bezahlt werden. Weil welches Interesse besteht hier von einem Polizisten, eine Frau, die mitten auf der Straße läuft, nachweislich, zigfach, einfach mit Biegen und Brechen nicht ins Krankenhaus zu bringen? Welches Interesse besteht hier, wenn ein Mensch halt nachweislich diagnostiziert, schriftlich alles, ja. Wir haben natürlich den Alkoholismus, der dann, wenn das Ganze zu viel wird, als Auslöser für alle Verhaltensstörungen und Folgediagnosen ist. Nur als Polizei zu kommen und dann zu sagen, mei, ja, die ist halt ein bisschen betrunken. Wissen Sie, Sie haben meine Frau so lange genötigt, mit Lügen erpresst, gegen ihren Mann Klagen und Anzeigen zu machen. Und ihr eingeredet, dass der Mann sie misshandelt und schlägt und lauter solchen Scheiß. Aber Sie, werte Polizei, haben ja meine Frau angewiesen, Terror zu machen. Und wenn hier jemals wirklich Gewalt war, was sicher der Fall ist, weil einen amoklaufenden Alkoholiker davon abzuhalten, sich irgendwie da rabiat oder sonst was, wir sehen es jeden Tag in der Zeitung, ist ja komisch, nicht? Also der Familienangehörige muss sich alles gefallen lassen und die Polizei, nur wenn einer schon so macht, du Dreckarsch, dann kommen sie schon mit Handschellen oder wie? Also man muss sich fragen, in Österreich, wo liegt hier das Problem? Und in Österreich liegt das Problem ganz einfach. Der Sauhaufen einer unglaublichen Freundelwirtschaft innerhalb der Behörden. Der Postenschacher darin bestätigt ja alles. Es folgt ja ein Verbrecher-Nachfolger dem anderen. Es wird ja hier nichts an alten Dingen aufgearbeitet. Es wird ja nur noch was Neues zusätzlich erfunden, damit man das Alte schon gar nicht mehr aufarbeiten muss. Ich berichte schon seit Jahrzehnten über eine korrumpierte Wirtschaft, über ein korrumpiertes Weltwirtschaftssystem. Banken, Konzerne, aber das ist ja politisch eingefädelt. Denn die Gesetzeslage hat es ja ermöglicht, dass eben Großkonzerne auf legale Weise Milliarden an den Steuern vorbeischleusen können. Ja, wo gibt's denn sowas? Es werden die Reichen immer reicher. Genau deswegen, weil man keinerlei Gesetzesbasis geschaffen hat, ja, dafür zu sorgen, dass hier ein Gleichheitsprinzip besteht. Dieses Großhändlerwesen. Na, nicht böse sein. Wieso brauche ich drei Großhändler bei einem Produkt? Und das muss durch drei Hände gehen. Das könnte man in der Nahrungsmittelindustrie verwenden. Ja. Viele Nahrungsmittel, die wir heute im Markt sehen und haben, die haben einen Weg hinter sich. Da muss man sich fragen, abgesehen davon, ob die überhaupt noch gesund sind, haben die Umwelt schon so geschädigt, dass man das ja gar nicht kaufen darf. Gell? Weil sonst, wenn man das kauft, schädigt man ja mit diesem Produkt die Umwelt weiter. Weil das fährt 2000 Kilometer durch die Gegend. Ein Sack Tomaten, nicht? Oder ein Sack Karotten können wir in Österreich anbauen. Also ich bin dafür, dass die Nahrungsmittelindustrie sich jetzt einmal, da kann man national arbeiten, nämlich auf die Region spezifisch anzubauen. Das, was dort eben von Natur aus wächst, nicht Neues zusätzlich einscheißen und führen.
Ja, Tatsache ist, dass alle Probleme hier auf dieser Welt wirklich nur durch Arroganz und Ignoranz der Tatsachen entstehen. Und wenn man heute die große Elite und Führung der Politik ansieht, dann muss man sich wahrlich fragen, ja, wenn das Interesse der großen Politik seit 100 Jahren und 1000 schon ist, dass man Demokratie schafft, Gleichheit für alle, nicht? Und so, das Beste fürs Volk, dann frage ich mich schon, wieso ihr Verwaltungs- und Behördenapparat bereits schon die Polizei und das Innenministerium als Sicherheitsschutz hernimmt, gell? Haben Sie Angst, dass man jetzt alle Behörden durchleuchten wird? Frau Gries, danke. Sie haben es begriffen, als auch oberste Richterin oder Richterin vom OGH. Ja, natürlich muss ein Amtsgeheimnis fliegen. Aber grundsätzlich ist das ja auch schon geregelt, nicht? Ich denke, soweit darf man das schon sagen. Wenn ein kriminelles Handeln nachgewiesen wird, dann ist natürlich von Amts wegen das Amtsgeheimnis aufgehoben, oder? Soweit ich mich erinnern kann, ist das in der Prozessordnung schon geregelt. Aber egal. Hier in Österreich stelle ich fest, dass alle, ja, viel reden und die wenigsten eigentlich wissen, wovon. Dass die Liebe aus Gundamsdorf, da Frauenunterrichtsministerin, da die Heini Schostek, Gundamsdorf, eine der höchst verschuldeten Gemeinden in Niederösterreich oder Österreich. Na, da seien sie alle großartig, nicht mit fremden Dingen groß angeben. Aber eigene Dinge schaffen, das können wir nicht, gell? Ich halte nochmal fest, meine Damen und Herren, my dear ladies and gentlemen, this is Walter Lannecker speaking from Austria. I am fighting now since 2002 concretely against the Minister for Inner. And since this time, I get terrorized, maybe even daily, more times daily, just if I need to call an ambulance or emergency for my wife. I get terrorized by those who have to bring her into a hospital in case of self or danger for other. It's not discutable. It's no discussion about any what the police is telling. The police is only telling just lies over lies, over lies, over lies. I know very well it's about that they will lose their job, that they will lose their career, that they will never enter the job as a cop again. And if they have worked 40 years for the cops, I mean, of course the family will not be happy about. But it's not the fault of the victim. Dear Austrian government, I will tell you now, right here, you have 1 month to write concretely why. Did you protect this fucking terror by cops over 15 years? Soon I am going to internet. I am showing official worldwide the facts what I have told you about the crime of police. You have not seen any of these facts. You were not interested in the truth. You have just taken the new lies from the police, and you only work with these lies against me or my wife. You are judged soon. What happened to this planet is something different. But in real, I have promised, look to the sky on the 7th of 4th. And this is tomorrow, in 2 days. I will show you a light in the sky that you fucking crimes will have bullshit in your trousers. We have to fight corrupted systems. The systems are made by
a handful of people what we need to destroy. 100,000s of good human beings are helping every day. But those who are paid for to work seriously, they do not work for democracy. They are working for their leadership, and this leadership in real Austria again. If there is money coming in, you will do any crime. It's like the rich Russian who want to buy or whatever, you take this money. But you make sanctions against Russia. We all see what happened in every these democratic wars. That some civilization is going somewhere and then destroying the whole infrastructure. This is normal. But the work afterward is more important than to destroy the government. The work afterward is more important to just show we are the leaders of the world. This is to Obama, or maybe Trump, or maybe Hillary Clinton, whoever is next president of America. Please don't forget, there is something real, higher than the spirit of human beings and their fantasies and their constructions. It's the basic of that a lie will not work for a long time. And if you work with lies and you build up your future with corruption and lies, this system must destroy itself. I am wondering about intelligence of all the leaders. If I understand that I will destroy myself, why should I make profit with it shortly? And I mean, this is the stupid case, a worst case of stupidness. Ja, also liebe Regierung in Österreich, eines ist Sache, eines ist Faktum. Sie, Herr Werther Brandstätter, Justizminister, Sie, Werte Michael Leitner, Sie werden zu diesem Thema Stellung beziehen schriftlich. Warum wurde in Österreich im Fall einer Amtswillkür seit 2002 hundert- und tausendfach vertuscht? Und warum wurde das Opfer der Freiheit beraubt mit Lügenkonstrukten? Warum ist die Behörde nicht gewillt gewesen, dem Opfer Glauben zu schenken und einmal gegen doch Beamte vorzugehen? Diese Frage werden Sie beantworten. Entweder ein leerer Zettel oder Ihre Stellungnahme. Seien Sie versichert, werte Michael Leitner, Ihr Versagen im Fall Lannecker ist reine Willkür. Dass Sie jetzt schon wieder das gleiche Spiel machen wie damals in Neunkirchen, wo ich Ihnen gedroht habe mit der Amtshaftung und Amtsenthebung. Natürlich ist das der Fall, Michael Leitner. Sie sind oberste Instanz. Was das Polizeigeschehen in Österreich betrifft. Offensichtlich haben Sie das nicht zur Kenntnis genommen. Offensichtlich müssen und wollen Sie Verbrechen von Polizisten schützen. Das ist kriminell, Frau Mikl-Leitner. Ich würde Ihnen jetzt nahelegen, treten Sie wirklich zurück. Es wird tausendprozentig ein Amtsenthebungsverfahren eingereicht. Sie können mich, ja, und das sage ich Ihnen jetzt generell, die werte Justiz, ich scheiße auf Sie in Österreich. Und zwar so lange, bis Sie endlich mit der Wahrheit arbeiten. Und nicht meine Person diffamieren, wie es die SS und die Nazi-Scheißer gemacht haben. Nur um sich selbst hier zu profilieren oder eben nicht Nachteile zu haben. Natürlich wird es hunderte Amtsenthebungsverfahren geben müssen. Entschuldigung, hätten Sie den Beamten aufgeklärt, dass er nicht übers Ziel schießen darf? Wieso darf das Opfer nichts sagen? Weil wir in Österreich sind. So, meine Damen und Herren, jetzt wissen Sie Bescheid, warum ich nicht einmal dazugekommen bin, diese lächerlichen 6.000 Unterschriften da zusammenzubringen. Ja, ausnahmsweise bin ich heute sogar im Anzug. Ich komme gerade von einem Gericht.
Und auch das Gericht in Baden, um es jetzt deutlich zu sagen, ist nicht gewillt, das Wort Amtswillkür in einen Akt hineinzunehmen. Ja? Also overdressed, wie man halt ab und zu auch in die Gesellschaft muss, gell? Weil man gilt ja in der österreichischen Gesellschaft nur als etwas, wenn man hier so auftritt. Ich weiß es nicht. Es kann sein, kann nicht sein. Das ist, glaube ich, nicht wichtig. Was aber wirklich wichtig ist, meine Damen und Herren, ist einzig und allein, dass Verbrechen innerhalb der Behörden lückenlos und mit Nachdruck und mit schärfster Gewalt verfolgt wird. Und dass hier ein Beamter natürlich lügt, das Blaue vom Himmel. Normal müsste ja für Österreich der Himmel schon rosarot sein. Weil wenn man das Blaue vom Himmel lügt, dann gibt es kein Blau mehr. So wurde im Fall Lanecker durch Österreichs Behörden gelogen. So, meine Damen und Herren, nun zum Abschluss. Wenn Sie Österreicher wirklich irgendeinen Präsidenten wählen, die Gries, Hunsdorfer, Kohl, was auch immer, Van der Bellen, Lugner, fragen Sie diese Präsidenten bei der nächsten Live-Sendung endlich, ob Sie als Präsident, Hüter der Verfassung, Moralinstanz, nachweislich vertuschten Amtsmissbrauch weiterhin mit vertuschen oder als Bundespräsident hier einmal einschreitet und sagt, das geht gar nicht. Sich einmal doch auf die Seiten eines kleinen Opfers zu stellen, auch wenn das kleine Opfer einen ganzen Apparat hier zertrümmern wird. Lieber Goliath, ist jetzt eine mein Persiflage, gell? Lieber Goliath, ja, ich zertrümmere dich von den Zehen bis zum Scheitel, wenn du nicht gewillt bist, einmal zuzugeben, dass du glaubst, in deiner Übergröße und Übermacht einfach über die Wahrheit rüberfahren zu können, wie es dir passt. Und es geht jetzt auch wirklich an alle lieben Polizeibeamten, vor allem Beamtinnen in letzter Zeit. Was gibt's da blöd zu grinsen, wenn ein Angehöriger sagt, meine Frau muss ins Krankenhaus, die läuft mitten auf der Straße, das ist eine andere gefährdet. Und sie kommen grinsend und lachend und meinen, wir haben kein Problem. Nein, das sei nicht so, wie der Herr Lanecker sagt. Gut, da gibt's Zeugen. Na, die haben nichts gesagt. Auch gelogen. Also man geht sogar so weit, dass man sogar die Lügen schriftlich abgibt vor Gericht. Und das Gericht ist nicht gewillt. Ja, diese dreckigen Lügenprotokolle der Polizei so zu nehmen, zerreißen und dieser Polizistenverbrecherscheiße einen Prozess zu machen. Nämlich weil sie a. bezahlt werden. Und wenn man bezahlt wird, sollte man echt nicht Interesse haben, einen zu schädigen, sondern man tut einfach seinen Job. Alles klar soweit? Das Grinsen wird euch Scheißpolizisten wirklich bald vergehen. Und ich schwöre Ihnen, so wahr ich hier stehe, müssen Sie mich erschießen, Sie Drecksbehörden in Österreich, wenn Sie glauben, dass ich den Mund halte. Im Gegenteil, jetzt wird es erst richtig losgehen. Gell? Republik Panama, Bananenrepublik Raiffeisen. Und noch einmal, man muss sich ja die Frage stellen, unabhängig, ob der Konzern jetzt schon kriminell war, weil er ja das Milliardenfahrerbeist läuft. Die Politik weiß das. Wenn Sie, liebe Damen und Herren und liebe Kinder und die Zukunft dieser Welt wirklich wissen wollen, wie Politiker leben und wie sie ihr System handhaben, würden Sie sich im Grabe umdrehen. Schwöre ich Ihnen. Sie möchten es gar nicht wissen. Nur ich verstehe eines nicht. Wieso unterstützen Sie mit Ihrer täglichen Arbeit dieses Verbrechersystem? Und das gehört jetzt eingestellt, meine Damen und Herren. Es ist mir auch völlig wurscht, wer neuer Bundespräsident wird. Glauben Sie mir, alles, was ich jetzt im Web veröffentliche, wird der nächste Bundespräsident machen müssen. Weil sonst ist seine Glaubwürdigkeit schon am ersten Tag im Arsch. Und Verzeihung, aber im Jahr 2016 haben wir eine andere Sprache. Es kann auch sein, dass wir die Jugend, meine Damen und Herren, wir haben die Jugend verkauft, regelrecht vergewaltigt mit einem korrupten System. Wir haben unsere Kinder und Jugend belogen,
in einem Industriezeitalter, wo eigentlich wirklich es möglich wäre, gesunde Nahrung super günstig herzustellen. Was macht die Welt und die Wirtschaft? Ja, genau das Gegenteil. Eine Demokratie sollte es schaffen, dass ein System eine Unabhängigkeit schafft für eine Gesellschaft. Was Sie machen, werte Politiker, ist eine ganze Generationen abhängig von Ihrem Launenspiel. So muss man das sagen. Und jetzt wünsche ich Ihnen allen, liebe Österreicher, einen schönen Dienstag, Amtstag. Ich bin gespannt, wie bis nächstes Monat die Reaktionen sind, ob die Polizei ihre Klage gegen mich auch zurücknimmt, ob der Staatsanwalt in Wiener Neustadt, Herr Bauer, glaube ich, oder egal wie die heißen, einmal eines kapiert, gell? Und vor allem, ob mein Rechtsanwalt es kapiert, der ja schon Beweise am Tisch liegen hat, die ja bestätigen, dass die Polizei lügt, dass man hier Amtsmissbrauch betreibt und dass diese Diffamierungen und diese unglaublichen Aktionen tatsächlich mit Nazi-Methoden vergleichbar sind. Und darum schreibe ich das im Internet. Und wenn irgendein Arsch von Polizisten Trottel glaubt, dass ich das zurücknehme, dann hat er sich auch geirrt, anbrunzt der Drecksbeamter. Nochmal, ein Polizeibeamter bekommt sein Geld für das, dass er seine 8 Stunden arbeitet. Wenn ich einen Notruf mache und da taucht der Beamte auf und sagt mir schon wieder Sie, jetzt muss ich wegen Ihnen 5-mal am Tag. Wissen Sie, was das ist? Eine angesoffene Scheißrederei? Und wenn ich 100-mal den Polizisten brauche, er wird bezahlt, dass er dort antanzt. Und wenn er nicht antanzen will, dann soll er vielleicht irgendwo in eine Tanzschule gehen oder einen anderen Job wählen. Der Polizistenberuf ist eine Sache von Ehre und Anstand und Charakter. Und es gibt in Österreich ganz klar so charakterlose kriminelle Scheißverbrecher in der Polizei, dass es einfach ungeheuerlich ist, wie Österreich sich hier abputzen möchte. Und ich möchte Ihnen nur eines sagen, Ihre Powerplay-Truppe, Mikl Leitner, Horngacher Wahn, ja, Prätorianergarde, jetzt kommt die Mikl Leitner mit der Powerplay-Truppe, was kommt denn als nächstes? Terrorismus-Einheit und dann tun wir die Querulanten. Und das ist genau das Punkt und Schlusswort. Den Gutachter habe ich heute gefragt, Herr Doktor, Herr Sachverständiger, würden Sie sagen, wenn man nachweislich Opfer einer Amtshandlung wird, die 100% nicht in Ordnung ist, und diese anzeigt, würden Sie dann sagen, dass man ein Querulant ist? Okay, man muss halt minutenlang nachdenken, aber dann kommt die Antwort nein. Dankeschön für diese Bestätigung. Ich sehe das nämlich genauso. Ich sehe das nämlich Querulantentum innerhalb der Regierung und Justiz. Denn wenn man hier nachweislich solche Schweinereien vertuschen will und nur in Akten hineinschreibt, was dienlich ist, um die Polizei zu schützen, dann nenne ich das Diffamierung, Nazi-Methoden. Sie schreiben nur das, was sie wollen. Das, was sachlich, objektiv die Wahrheit ist, haben sie weggelassen. Und jetzt werden wir den Spieß umdrehen, werte Behörde Österreich. Wenn ich gezwungen bin, politisches Asyl im Ausland zu beantragen, dann mache ich das in Russland. Ich werde bald in Russland politisches Asyl beantragen, weil die österreichische Justiz und politische Behörde nicht imstande ist, für eine ordentliche Handhabung vor Gerichten zu sorgen. Das nenne ich Terrorismus. Daher bin ich ja politisch verfolgt, weil ich ja gegen diese Lügenbarone da ganz konkret antanze. Und noch einmal, werte Beteiligte, so wie Sie sagen, ich soll aufgeben, ich soll die Pappen halten, sage ich das Gleiche zu Ihnen, geben Sie auf jetzt, halten Sie die Pappen, oder noch besser, um sich jetzt noch einer weiteren Strafe zu entziehen, sagen Sie die Wahrheit und machen Sie eine Selbstanzeige und ein Geständnis. Denn sonst kriege ich Sie dran, wegen mehrfacher Falschaussage vor Gerichten.
Und da seid ihr im Arsch, das garantiere ich euch, österreichische Arschkriecher-Polizisten. Und hiermit ein großes Dankeschön an alle die Polizisten, die in Österreich gute Arbeit leisten. Vielleicht können wir sie auf zwei Händen abzählen. Sie gehören nicht zur Mikl-Leitner-Truppe. Gell? Das muss man hier ganz offen sagen. Und die Undercovers da links und rechts von mir und wurscht was. My dear ladies and gentlemen, I'm very glad I'm living still. I'm fighting corrupted Austrian government in my case. And I will not allow that they will lie and lie and lie and making terror to my wife. I will not allow, as long I live, I will fight you fucking Austrian officers using Nazi Gestapo SS methods to destroy victims and make victims shut up. If I am president of Austria, I am sure I get 100,000 votes only for my looking. But I want to be president of Austria not about my looking. I want to be president of Austria about my knowledge, about my... I think I can say this about myself. I am always thinking about a solution for everybody, and I am sure I have solutions for the whole refugee system problem, for this worldwide, I mean, I told you the problem is corruption inside systems. The problem is they don't want to step out of this. And as long as we are practicing a corrupted system, it will destroy even more and more and more and more the future. We are not talking about the earth and the climate and about the basic that we can live on this planet. We will destroy our brain, our spirit, with this happen. I please you all, dear ladies and gentlemen, you have to learn. If you have a problem, you can speak or you can show. You don't need any violence to make it clear what you want. Try to speak to each other, but don't do it as politics or politicians. They are only talking this much. It's like if I have a job and I said, okay, I get 1,000 euro if I finish this job. I will do this job very fast. If I get paid for hours, I will do it very slow, yes, you know, so I can earn more and more money. In real, this is also not acceptable. We have to change ourselves. We have to fight our own asshole. Everybody has his own asshole inside. The story about good or bad angel, you know, this is just philosophy. You have to concentrate on this, what happened. If you just look and listen, what is happened right in front or surround you, if you concentrate on this, you leave. Really. If you think something other, you are in another world, and you cannot say, I have seen, because you did not see it real. My dear ladies and gentlemen, Walter Lanecker speaking from Austria near Vienna. I am still shocked about this Nazi crime justice and police happen. I hope we can finish this soon. I hope for international media now. The Austrian media told me my story is too private to bring it. I mean, what private? I once judged some ministers for crime. What is private? You write about cats in a tree and the fire brigade have saved or the police have saved a cat in the tree. If you write this nonsense, you can sure write about
the abuse and terror inside Austrian offices, or you cannot. I please now international media. I will not give it for free. My story, of course, is a very great video movie. Needs to be done as a good script, and I am sure you will get 10 Oscars on this movie if it's authentically shown. What happened to me and my wife? And all this. Yo, my dear ladies and gentlemen, thank you very much. Please stay tuned. I am fighting now the corrupted justice involved justice. I am fighting now corrupted involved cops, murderer, or other crimes. And we have to finish up the corrupted Austrian ÖVP ministries, some SPÖ, but mostly important is ÖVP ministries are corrupted, and this we have to destroy. It's not a question about need. It has to be done. It's a must. It's written in the basic law. Thank you very much.